Einen schönen guten Tag. Zunächst zum bisher Bekannten aus dem Wahlprogrammentwurf der Union. Das Wahlprogramm der Union ist ein Dokument der inneren Zerrissenheit, der Feigheit und der ungedeckten Schecks und es atmet einen vordemokratischen Geist. Allein die Art, wie es zustande gekommen ist, ist ein demokratischer Offenbarungseid. Also ohne eine innerparteiliche, geschweige denn gesellschaftliche Debatte ist es einfach in die Welt gesetzt worden. Und das in Zeiten, wo die Menschen immer nach mehr Beteiligung rufen und verlangen, setzt die Union einfach auf Vorstandsdekrete, anstatt auf innerparteiliche Demokratie zu setzen. Rufen wir uns nochmal in Erinnerung, wie das bei anderen Parteien gehandhabt wird. Bei uns, der Linken zum Beispiel, hat es, bevor überhaupt ein Satz aufgeschrieben worden ist, Haustürbesuche gegeben, wo wir Menschen gefragt haben, was sie ändern wollen. Wir haben verschiedene Anhörungen durchgeführt, verschiedene innerparteiliche Debatten. Dann hatten wir einen dreitägigen Parteitag. Bei den Grünen waren es immerhin 2 Tage Parteitag. Bei der SPD wenigstens 5 Stunden Debatte auf dem Parteitag. Und bei der CDU soll das wahrscheinlich einfach so nur im Vorstand zusammengezimmert werden. Also, und dieser Geist, der kommt auch im Wahlprogrammentwurf der CDU entsprechend zum Tragen. Die Union bietet ihren Wählerinnen und Wählern vor allem eins, paternalistisch-präsentiale Prophezeiungen. Die Mitglieder der Partei werden vor allen Dingen dazu verdonnert, abzunicken. Und die Wählerinnen und Wähler sollen ganz offensichtlich einfach ihre Stimme abgeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr Beteiligung ist nicht vorgesehen bei der Union. Darüber hinaus finde ich zweierlei bemerkenswert. Das sind zum einen die Leerstellen im Entwurf und zum anderen das Fehlen von seriösen Finanzierungsmodellen. Zu den Leerstellen. Also bei wichtigen Themen duckt sich die Union einfach weg. Ich spreche hier nur eins an. Das Thema Rente, den garantierten Schutz vor Altersarmut, da sieht man einfach nichts, was irgendwie die Probleme der von Altersarmut bedrohten Menschen auch nur ansatzweise lösen kann. Zweitens ist bemerkenswert, mit was für einer Nonchalance die Union über die Frage der Finanzierung hinweggeht. Es heißt ja immer, die Union könne mit Geld umgehen. Ich kann nur sagen, dieser Wahlprogrammentwurf verrät etwas anderes. Also all diese Versprechungen, die da gemacht werden, sind alleine mit einer guten Konjunktur nicht zu finanzieren. Und deswegen sage ich, diese Versprechen sind ungedeckte Schecks, die nach der Wahl ganz offensichtlich platzen werden. Wer Vollbeschäftigung verspricht, ohne mehr Geld in die Hand zu nehmen für öffentliche Investitionen und für öffentliche Beschäftigung, der belügt und betrügt schlichtweg die Wählerinnen und Wähler. Hinzu kommt, die Union setzt ganz klar auf Aufrüstung. Das ist der falsche Weg, ein Weg, der diese Welt noch unsicherer machen wird. Und wir als Linke werden mit dazu beitragen, dass dieser Wahlkampf ein Abrüstungswahlkampf wird. Dieses Programm der konservativen Einfalt macht eins ganz klar. Es braucht hier eine wirkliche Alternative dazu. Diese bieten wir, die Linke. Und ich finde, wir werden mit dazu beitragen. Und dieses Programm macht es nochmal deutlich, wie notwendig das ist. 12 Jahre Merkel sind wirklich genug. Zum G20-Gipfel und dem Umgang mit Protesten und der Unterbindung von Protest- und Demonstrationsmöglichkeiten. Die politisch Verantwortlichen in Hamburg schaffen wirklich ein aufgeheiztes Klima. Man hat den Eindruck, dass geradezu sozusagen einige Verantwortliche darauf setzen, dass es irgendwann knallt. Olaf Scholz und der Messier reden die Gewalt geradezu herbei. Wir sagen hingegen ganz klar, wer auf friedliche Proteste hofft, der darf die Proteste nicht kriminalisieren und muss das Demonstrationsrecht auch ermöglichen. Was wir hier erleben, ist ja, dass quasi das Demonstrationsrecht auch durch die Hintertür ausgehöhlt wird. Weil natürlich müssen auch diejenigen demonstrieren können, die sich nicht eine Nacht in einem überteuerten Hotel in Hamburg leisten können. Die brauchen auch eine Stelle, wo man gemeinsam kochen kann. Wenn aber die Camps entsprechend unterbunden werden und geräumt werden, gibt es quasi keine Möglichkeiten für die Leute, die sich nicht ein teures Hotel leisten können. Hinzu kommt Folgendes. Das G20-Treffen ist ein Treffen wirklich fragwürdiger Gestalten. Wir haben hier einen US-Präsidenten, der Prügelvideos stolz versendet. Wir haben einen russischen Präsidenten, der die Demokratie verachtet. Wir haben einen türkischen Präsidenten, der sein Land in ein Gefängnis verwandeln will. Und wir haben den saudischen König, der enthaupten lässt und der den Terror fördert. Und gerade sozusagen, weil
beim G20-Gipfel Menschen, also Staatschefs und Regierungsspitzen zusammenkommen, die zu Hause die Demokratie nur viel zu gerne mit Füßen treten, wäre es jetzt so notwendig, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht und deutlich macht, Proteste, Demonstrationen, das gehört einfach zu einer Demokratie dazu. Und das müssen die Herrschenden, das müssen die Regierungsspitzen auch aushalten, dass Menschen auf die Straße gehen und gegen ihre Politik demonstrieren und protestieren. Doch das passiert nicht. Konkret wurde in Hamburg das Camp geräumt, obwohl es irgendein Ort braucht, wo die Menschen übernachten. Was dort passiert ist, ist meiner Meinung nach ganz klar ein Angriff auf den Rechtsstaat. Olaf Scholz, die SPD von Olaf Scholz, agiert hier eher wie eine CSU des Nordens. Besonders enttäuschend finde ich das Agieren der Grünen in Hamburg. Die sind ja dort Teil der Regierung und sie agieren eher wie die Vasallen von Olaf Scholz, anstatt wie eine Bürgerrechtspartei zu agieren. Das ist wirklich beschämend und entlarvend, wie schlecht es bestellt ist um den Einsatz um Bürgerrechte bei den Grünen in Hamburg. Soweit zum Thema G20-Gipfel.